Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge Twilights mit meinem Kupferstecher, dem Robert. Ja, Kupferstech dich. Wenn ihr dieses Video seht, sind wir wahrscheinlich gerade im gemütlichen Roten Meer am Planschen, beziehungsweise am Tauchen. Was der Robert noch nicht weiß, ich habe zwei schwere Maps reingenommen, 1 und 2, und drei Ninja Level 1 Maps. Okay. Also Gaia, Grotte, Mysteriös und Elegy. Elegy, okay. Die hast du selber, wir sind alle Maps schon mal gefahren, sogar in der Aufnahme. Okay. Und die sind wirklich heftig. Also es kann sein... Die letzten drei auf jeden Fall meinst du. Genau, die letzten drei. Es kann sein, dass diese Folge hier wirklich 1,5 Stunden dauert. Je nachdem, wie gut wir fahren. Habe ich ja richtig Bock drauf gerade. Es ist auf jeden Fall schwierig. Das heißt, schön einfahren hier. Schön den Daumen fluffig machen. Ich meine, Robert hat jetzt auch einen neuen Controller, ne? Ohne Scheiß, der Unterschied ist Tag und Nacht. Das ist kein Scherz jetzt. Ich meine das wirklich ernst. Nachdem du den gesehen hast, kannst du mich aber, glaube ich, auch verstehen. Ja. Weil das war echt eine Zumutung. Ich weiß aber auch nicht, warum der so krass fratze bei mir gegangen ist. Ja, durch deinen Gamerschweiß. So wie der aussah, war das kein Gamer-Schweiß, das war Herpes. Gamer-Säure, Alter. Oh, der Robert zieht hier aber gut von dannen. Bisher fehlerfrei, kann man ruhig mal erwähnen. Ja, bisher, halt, er hat bloß sein Maul. Warum? Ach, Robert, ein Federn eher. Ist doch vollkommen okay. Nee, nicht. So, einmal kurz vor Springen, reicht doch schon. Nee. Willst du nicht? Willst du zu null hier die Map fahren, oder was? Klar. Echt? Muss schon mehr Druck machen. Ich muss mehr Druck machen. Klar. Warum? Weil du hinten bist und einen Fehler hast. Deswegen musst du mir schon mehr Druck machen. Also ich habe schon zwei Fehler jetzt hier. Oh, ja. Da kannst du dir sogar einen erlauben. Noch weniger Druck. Kannst du dir sogar einen Fehler erlauben. Nee, geht ja um die Ehre. Ich weiß, kennst du nicht. Um die Öre. Ja. Kennst du nicht dieses... Ja, ich komme nachher. Ich komme nachher bei den heftigen Maps, hoffe ich. Hört ihr diesen Trash-Talk? Hört ihr das? Was für ein Trash-Talk? Ja, dieses, ich komme später, dieses, boah. Ja, es sind schwere Maps, ich meine, dass du da, Ja, okay, ich muss halt gucken, dass ich meine Punkte jetzt mache und nicht... Genau. Ich meine, das ist natürlich das A und O, ist für mich ein Ziel gekommen, ganz gemütlich hier die 16 Punkte zu holen. Die 16 Punkte, wer will 16 Punkte haben, wenn er 20 haben kann? Ja, aber das kennst du nicht, Captain DNF. Captain DNF? Also, ist jetzt gerade der falsche Spruch in der Situation, würde ich sagen. Warum? Ich werde keinen DNF hier bekommen, glaube ich. Ja, trotzdem ein bisschen laut am Tönen als Wenn ich mir so die letzten Aufnahmen anschaue, hier von auf YouTube, dann wird es aber ziemlich eng. So, ohne reinschießen, ohne Fehler. Ja, ohne reinschießen bei einer schweren Map. Hm. Ui, ja, schaffst ui, du nicht. Ui, toll. Darfst auch noch einen Fehler machen, wenn du möchtest. Zusätzlich. Ohne reinschießen. Ui, da müssen wir aber... Ha! Oh, jetzt hat er sich aber beeilt. Was ne Scheiße. Jetzt hat er sich aber beeilt. Das wäre so geil gewesen, ey. Ja, wie in der letzten Folge. Ja. Easiest game of my life. Es kommt davon, wenn man sich nicht reinschießt. Man weiß es gar nicht mehr. Ja, wie ohne Scheiß. Ach, herrlich. So. Ah. 4 Punkte Vorsprung. Ich meine, in 2 Maps kriege ich keine 20 Punkte Vorsprung. Das heißt aber... Hopp. Ja, schöne Map. So, ihr werdet ja? Diese Folge und wahrscheinlich auch noch in den weiteren Folgen. In der letzten Folge konnte man es schon so ein bisschen absehen oder sagen abhören, dass weniger gesprochen wurde, ja? Wir haben uns leistungstechnisch ein wenig wieder angenähert, sagen wir mal.
Das hat zur Folge, dass ihr ein bisschen weniger auf die Ohren kriegt. Dass hier so ein Was? bisschen Ja, ist korrekt. tontechnisch getryhardet wird, sage ich mal. Nein. Oh, was für ein dummer Fehler. Mach ich den noch mal. Ja, dumme Fehler zweimal machen ist immer geil, ne? Echt, ohne Witz. Ja, gut, das war, den Fehler habe ich vorher noch nicht so gemacht. Ja, neue Fehler einbauen in leichte Hindernisse ist auch immer Ist geil. auch beliebt. Das Schlimme ist aber, wenn du dann eine Blockade hast und dann nicht weiterkommst, weil ich irgendwie Ja, so. was meinst du, wie oft ich das hatte? Ja, ziemlich oft. Ja, hatte ich auch ziemlich oft. Es sind so Popelshindernisse hier, Mann. Und es ist Könnte nicht von mir sein. förderlich, und es ist nicht förderlich, wenn du hinten dran bist. Auf Zeitdruck dann Und noch. ja, das ist mein Reden. Ah, vorne wegfahren hat echt schon enorme Vorteile, Freunde. Aber richtig, Kollege. Da hinten war der Robert gerade. Ich glaube, jetzt kriege ich einen DNF rein. Wäre natürlich besonders Robert nice. fährt gerade richtig lecker. Ich baue hier Feder nach Feder ein. Nein. Ja, genau, ist noch nicht mal ein Checkpoint oder was? Nee, bis zum Ziel kommt auch keins mehr. Solltest dich jetzt anstrengen. Ach, fick dich doch. Das ist so eine richtige Flow-Map, wenn du einmal drin bist. Fast jede Map ist eine Flow-Map. Aber ich muss sagen, ich kann mich ja schon fast bedanken, dass du mir jetzt noch so viel Zeit lässt, ne? Hier so ein bisschen aufzuholen. Das gewünscht? Ja. Das sind ja so schwer da. Robert. Die Gäste wollen den Robert hören. Aber doch nicht. Robert. Robert. Kann Robert. grad nicht. Was ist denn los da? Mann! Das Hindernis so schwer oder was? Bin einfach zu behindert gerade, Alter. Warum? Was ist Ich los? weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, warum. Meine Fresse, Gott im Himmel, ey. Müssen wir uns reinschießen? Wie lange? Nein, ich hab's versucht. Ich hab's nicht geschafft. Hab's einfach nicht geschafft. Ja, aber das sollte er nicht schaffen. Nicht schaffen? Nein, das wirst du ja wohl nicht mehr schaffen. Genau das hatte ich nämlich auch. Yes, Baby. Yes, Baby. Ah. So. Und weil wir parallel gerade auch im Stream sind. Dürfte ich mal eine DNS haben, bitte? Danke. Ach ja. Gib mir ein D! Gib mir ein N! Gib mir ein Who the fuck is Krieger! So, jetzt kommen die schweren Maps. Nein. Das ist immer ekelhaft, wenn die Leute auf so Bilbo-Maps, weißt du,
die eine Welle machen. Captain Who the fuck ist Krieger? Wo bist du? Am ersten Hindernis. Ach so. Ja, ich habe auch kein Rezept gerade für dieses Beginnernis. Oh. Das sind wirklich, Hallo? Hä? Hinterrad oder was? Nee, Vorderrad. What? Ich stelle mir gerade die Frage, ob der Krieger so wenig Rückgrat hat und mich nee, sogar hierbei. Vorderrad, ist Vorderrad. Also, ohne Scheiß, ich habe ja kein Problem damit, mal ein DNF reinzukriegen, ne? Aber dabei, sage ich dir lieb und brav die Wahrheit. Ich meine, weil selbst wenn ich es dir sage, ist es halt außer Gefahr für mich, weißt du? Naja. Weil ich einfach so gut bin, Mann! Wie mach ich ein N? Ist egal! G! N! Ja, das schaffst du nicht mehr, Junge. N! F! Ficken! Vor allem, ich glaube, das ist ja nicht mehr so viel, ne? Gebt mir doch mal bitte ein DN. Fick dich, du Spacko Robert. F. F in Robert steht für Skill. Kann ich trotzdem nicht hören. Doch, kannst du. Nee. Doch. Nee. Doch. 4 Punkte ist zu viel. Ich wette, dass du mich jetzt gleich sehr gut hören kannst. Halt dein Maul. Halt dein Maul. DNF. Für die Leute, die vielleicht so die ersten Twice-Folgen noch nie gesehen haben, DNF steht für Did Not Finish. Ja. Willst du mich verarschen? Klar, Alter. Das ist halt das, was Krieger zuletzt häufig gefahren ist. Ich bin gar nicht geübt in dieser Scheiße hier. Ihr seht hier gerade, hier gibt es nur einen speziellen Winkel, auf den man kommen muss. Verdammt schwer, finde ich. Mal jetzt geht's noch, weil Robert nicht da ist. Nein. War doch so, oder? Ey, das gibt's doch nicht. Ah, da wird einem schon direkt warm ums Herz hier, ey. Ach komm! Ficken. Aber derbe.
Kann doch nicht sein, dass ich an dieser Dreckswand so behindert abpralle jedes Mal. Die Fresse da nicht hochkrieg. Ah. Boah, jetzt ist die Phase. Wo du kein Bunny mehr vernünftig kriegst. Ja, wo du weißt, wie das funktioniert, aber du es mechanisch gerade nicht hinkriegst. Okay. Kurze Frage, stört dich die Phase oder was? Ja, die Phase an sich? Gucken wir uns mal an, was der Robert da macht. Diese arrogante Scheiße ist, ne? Ich kann da oben drauf. Ja, aber ich komme auch nicht weiter. Ich hänge gerade auch im Hart fest. Meine Fresse, Alter! Oh Mann, ey. Ich hab keine Ahnung mehr, was ich eben richtig gemacht habe, Mann. Ich hab's einmal geschafft von 130 Fehlern. Vor allen Dingen, wir haben die Map schon mal geschafft. Wir? Ja. Sicher wir? Ja. Meine Fresse, wie mich so eine Scheiße aufregt. Das ist so... Geh doch mal drüber, du dreckiges Stück, Alter. Hallo Robert. Jesus Christ. Der eine kleine scheiß Winkel, der fehlt. Dieses kleine Prozentchen. Seit der Bro sieht, kriegt er direkt einen Krampf im Finger. Nicht nur der Bro. Ich kann mir schon mal Ballistex auftragen, Alter, weil ich direkt Herpes von der Scheiße krieg. Kleines Product Placement am Rande. Für zwischendurch am Snacken. Ja, schön am Herpes am Snacken. Ja. Kennst du Typen, die Herpes haben? Hast du Herpes? Nee. Wie kenn ich Typen, die Herpes haben?
Ja, Herpes ist doch so eine Weiberkrankheit, oder nicht? Nein. Echt? Überhaupt nicht, glaube ich. Glaube ich. Also ich meine Lippenherpes und ich meine nicht den, weil nur bei Frauen. Alter, ich drück schneller wiederholen als alles andere. Vielleicht komme ich da dran und drück aus Versehen Kreis. Weiß ich jetzt schon. Wie, du warst da oben und hast nicht gepackt, oder was? Ich hatte keinen, nicht den richtigen Winkel dran. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, Mann! Bunny auf dem Vorderrad ist aber auch echt räudig, ey. Noch nie war ich so froh, zu sehen, dass ein Motorrad wieder zurückrollt kommt. Ja, das ist halt räudig. Dieses Wix-Hindernis entscheidet halt alles. Selbst wenn ich ja, jetzt vorbeikommen würde. Vor allen Dingen, das Schlimme ist, wovon ich nicht ausgehe. Weißt du denn wie? Hä? Weißt du denn wie? Was? Wie du da jetzt ran sollst, vernünftig. Was hast, siehst du mich gerade hier? Ja. Guck mal auf meine Fehleranzahl. Ich sehe deine Fehler leider nicht. Wie viel hast du? 300. Ja, Leute, ich hab Angst, ich hab Angst. Ja, aber sorry, das ist halt so eine Map. Ich bin, wie gesagt, ich bin ja nicht im Training. Und... HDF, Mann! Wenn, der Sieg dich hier glücklich macht. Du Spasti, Mann! Was denn? Halt einfach das Maul mal. Ja, aber mal ganz im Ernst, das ist doch... Lackmuschel ist das hier. Du hast eben selber gesagt, du musst auf dem Vorderrad einen Bunnyhop machen. Ja, danke. Ist ja so einfach. Ja, ist es auch. Hallo Robert. Das ist halt Twilight, Freunde. Du weißt, wie es geht und jetzt geht's los. Es ist schwierig, aber machbar. Ich hab's gerade aus dem Stegreif, weil du gesagt hast, mach mit Bunnyhop auf dem Vorderrad. Ich hab mich selber nicht so ernst genommen. Und es ging sofort. Und jetzt geht's nicht mehr. Okay.
shit. Alter, ich drück Kreis schneller als alles andere! Komm, komm, komm. Fuck. Fick dich doch, du Missgeburt. Zumindest habe ich die Technik verstanden. Verstanden habe ich sie auch. Umsetzen kann ich die Hure nicht. Ja, Krieger, jetzt hängen wir hier. Und jetzt? Ja. Nein. Da hole ich mir keinen Fehler für ab. Stimmt. Mach's jetzt gleich. Danke. Aha! Nein! Oh nein, der war gut! Oh! Ich frag mich, ob in einem besser ist. In einem Zug. Ich glaube ja. Ja, aber da ist das Problem ist auch, da ist so eine kleine Wichskante noch drin, ne? Ja, Mann. Kommst du bitte mal wieder runter? Nee, ich hab keinen Bock da drauf! Dann erzähl mal. Ja, gibt nicht viel zu erzählen. Du weißt hundertprozentig, wie es geht. Nein. Also, ich kann... Ja, Vorderrad um die Kante und dann Vorderrad. Ja, bist du langsam hochgefahren, was? Nee, ich habe mich unten komplett zurückgelehnt, also nicht mehr nach vorne gelehnt sein, damit du das Vorderrad halt rechtzeitig hochkriegst. Weißt du, was ich meine? Ja. Bist du mit dem Vorderrad drauf oder mit dem Hinterrad auf das Ding? Auf das obere, wie? Auf, die, auf das Zwischending. Vor dem Runden oder was? Nee, nach dem Runden. Da oben, die Spitze da, die genau. Eingeknickte. Ja, also haben wir Vorderrad? Vorderrad? Okay. Vorderrad. Och man, ey. Ach, leck mich. Ja, aber das wird für uns beide ein DNF. Wie viele Fehler hast du? 440. Puh.
vor allem hier sammelst du auch schnell die Fehler. Ja, ja, bei dem. Kann schon keinen Bunnyhop mehr machen. Ach komm! Die Sau ist gleich hinter mir. Sagt nix. Konnte ich gerade nicht, sorry. Das Problem ist, du hast 100, knapp 100 Fehler vor mir. Es wäre schon krass, wenn du noch ins Ziel kommst. Guten Tag. Liga, mein Name. Ja, aber hier sammelst du wieder Fehler, wenn du nicht direkt drüber kommst. Komm, Mann! Fehler? Vierhundertsiebzig. Ja, Mann. Dunk. Oh, Mann. Laber doch nicht. Dein Ernst? Und der hätte ruhig zählen können. Bist du mit dem Hinterrad da hoch? Nee. Vorderrad. Fehler noch. Wie man sich jetzt in den Arsch beißt, dass man vorher so damit mit den Fehlern umgegangen ist, ne? Ja, du musstest ja Fehler sammeln, weißt du? Das war so ein Hindernis. Da musst du sie ja machen. Komm schon! Komm schon! Wo ist das? Hast du dich reingeschossen? Ja, natürlich! Ich bin doch genauso ehrenlos wie du! Ich lass mir doch nicht hier die Butter vom Brot nehmen! Das finde ich jetzt schade, dass ich reingeschossen habe. Ja, du! Du hast gar kein Recht, das schade zu finden! Doch, also hier. Ey, ohne Scheiß, bei so einer Map. Ohne Witz. Bei so einer Map, Alter, du machst es bei jeder.
Nee, bei so einer Map ist egal, es echt... egal, ob es Turbinterror ist oder Inferno 5. Bei so einer Map ist es echt hart. Tagessieg! Tagessieg! Soll ich die Donkey nehmen? Da gönne ich mir erstmal einen Schluck Saskia drauf. Boah, Glückwunsch. Ah! Mann! Wisst ihr, was das, wie geil es schmeckt, nach einer so langen Durststrecke mal wieder einen Sieg einzufahren? Meine Fresse. Und ich hätte es mit Sicherheit nicht gedacht, dass es heute passiert. Vor allem nicht gerade bei der Map. Ach ja. Da richtig Lust, die letzte Map zu spielen. Jetzt ist die Frage, meinst du, ganz ehrlich, hättest du es geschafft, wenn ich nicht gesagt hätte, du hast es gesagt mit Bunny auf Vorderrad? Ich habe dich beobachtet, ganz einfach. Ich hab mir das einmal angeguckt, so, wie du das machst. Ich hab's ausprobiert und es ging tatsächlich besser. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist halt manchmal das Problem, dass dir irgendwann die Ideen fehlen. Dass du was verändern musst, du weißt es, aber du weißt nicht was. Ja, weil du merkst, so wie es machst, geht's nicht. Ja. Und ich weiß nicht, wie oft, ich bin bestimmt 200 Mal locker mit der gleichen Art und Weise gegen den Pöller oder da. Ja, aber wie gesagt, du hast ja gesagt, wir sind die angeblich schon gefahren. Ich kann mich ehrlich gesagt null dran erinnern. Widerlich. Boah, ich hätte dich... Ohne Scheiß. Schade, dass man bei Trials nicht runterschubsen kann, ey. Dich da so, ne? Ich hätte dir so die Nase einfach nach hinten gezogen. Wie doch von dir nicht die Butter vom Brot nehmen, ey. Schießt er sich rein. Tja, sorry, Krieger, aber. Ja, aber ich, mal ohne Scheiß, in der letzten Aufnahme noch hier, ehrenloser Bastard und tralala. Ja, weil du A, hast du dicke geführt, B, warst du eh der Favorit. Und. Ich bin nicht der Träger des gelben Trikots. Jetzt, ja, das ist dir das letzte Mal so am Arsch vorbeigegangen. Ja. Kannst du gerne mal die Szene reinschneiden, wo du es gesagt hast. Jetzt tu mal nicht so einen auf. Ich zitiere dich nur. Ja, na gut, und ich zitiere dich nur. Gleiches Recht für alle. Ja, ja, da kannst du dich räuspern, wie du willst. Ich glaube, ich bin krank. Ja. Ach, habe ich tatsächlich nicht aufgenommen hier? Ja! Das wäre eigentlich mein Argument gewesen. Sorry. Schade, dass du mir den Witz schon zuvor kommst. Ach, komm schon, Alter. Sorry, beim besten Willen. Ich kann mich an die letzten drei Maps nicht erinnern, dass wir die jemals gefahren sind. Heidepusana. Aber nicht. Da ist kein Checkpoint. Was für eine Hure ist das denn? Aber nicht halb so wild. Ja! Wir sind ja vorne. Wir müssen ja nicht mehr. Boah, bin ich froh, dass du gerade nicht ins Ziel gekommen bist. Ein Glück, weil ich sehe gerade keine Schnitte für mich hier. Viel zu weit vorne jetzt. Aber das juckt mich nicht! Ich war hier gerade spazieren, Junge.
falls wir die Map nochmal fahren sollten. Das hinein, das kann ich. Welches? Keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Da, wo du jetzt bist, oder was? Das davor. Das, wo ich jetzt gerade bin, kann ich ja offensichtlich noch nicht. Ja, genau. 2 Zentimeter vorher, dann wäre ich schon 10 Minuten vorher drüber gewesen. Das war ein Hindernis, das mir gar nicht liegt hier. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir so leid. Hi, der Fusana. Ich bin hier bei dem Hindernis gerade überfragt, muss ich das ehrlich sagen. Krieg keinen satten Bunnyhop auf dem Podest hin. Was hätte ich sagen können? Keine Ausreden. Ich kann dich nämlich immer noch nicht hören, Herr Krieger. Hier. Die zweite Map hat es entschieden. Die erste Map hat es entschieden, dass ich fehlerfrei gefahren bin. Nein. Die Hure. Das zweite DNF hätte nicht sein müssen. Ja, Mann. Herzlichen Glückwunsch an Robert. Yes, baby. Spenden wir Robert doch mal auf. Übrigens, ihr könnt gerne mal auf unseren Instagrams vorbeischauen. Ganda hat 1000 Coins gemacht. Glückwunsch, Junge. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen, weil dort sind schöne Urlaubsfotos, wo wir nicht gegeneinander, sondern gemeinsam tauchen. Und wir sind raus. Gut, Schluss, bis zum nächsten Mal. Und Schlusswort und Zelebrierung und Ehre dem Robert. Verneige dich, Krieger. Nee. Davon muss mehr kommen. Bis zum nächsten Mal. Es wird weiter gebasht.